Die EU verschärft die Grenzwerte für den Kohlendioxidausstoß von Pkw. Guten Abend, liebe Zuschauer. Das Ziel ist, klimafreundlichere Autos schneller auf die Straße zu bringen. Dafür müssen die Hersteller sorgen. Bis 2025 müssen Pkw-Neuwagen in der EU nun 15% weniger CO2 ausstoßen als noch im Jahr 2005. 2030 sollen es 37,5% weniger sein. Es sind die schärfsten Grenzwerte weltweit. Sie gelten im Schnitt für die gesamte Flotte eines Herstellers. Doch die deutschen Autobauer verfehlen bereits die aktuellen Grenzwerte. Wegen der schlechten Dieselverkäufe stieg der CO2-Flottenverbrauch bei VW und Daimler sogar an. Mit den schärferen Grenzwerten wird der Erfolg von Elektroautos absolut entscheiden. Denn wer mehr E-Autos verkauft, kann die Grenzwerte leichter schaffen. Doch die deutschen Autobauer sind spät dran, fangen erst ab kommendem Jahr richtig an, dann mit einer wahren Flut an E-Auto-Modellen. Doch ob die sich dann auch verkaufen, ist keineswegs sicher. Die Konzerne aber müssen schon jetzt Milliarden in E-Autos investieren. Bleiben auch noch Gewinne weg, Stichwort Diesel, wird es finanziell eng, müssen sie noch mehr sparen. Möglicherweise auch bei den Jobs. Bei VW könnten im Zuge des Wandels bis zu 100.000 Stellen wegfallen, hatte die VW-Führung zuvor schon erklärt. Die noch schärferen Grenzwerte stellten nun den gerade erst beschlossenen milliardenteuren Konzernumbau schon wieder auf den Prüfstand. Bereits im kommenden Jahr müsse neu geplant werden, sagt VW-Chef Diess. Der Weg zum E-Auto drohe zu einer unkontrollierten Rutschpartie zu werden, auch für die Beschäftigten, warnt VW-Betriebsratschef Osterloh. Konzerne, die Grenzwerte verfehlen, drohen zudem laut einer Studie schon ab 2020 hohe Strafen. Auf VW könnten dann Zahlungen von 1,4 Milliarden Euro pro Jahr zukommen. Auf Fiat Chrysler 700 Millionen Euro, auf die PSA-Gruppe mit Peugeot, Citroën und Opel 600 Millionen. Doch es gibt auch Hersteller, die die Grenzwerte schon jetzt einhalten. Toyota, Renault, auch Volvo, Honda und Jaguar Land Rover. Sie gingen frühzeitig mit Hybrid- und Elektroautos an den Start. Der DAX startete schlecht und hörte auch schlecht auf. Er verlor rund 0,3% auf 10.741 Punkte. Indes gehen die neuen Grenzwerte Klimaschützern immer noch nicht weit genug. Kritiker bemängeln dagegen, es würde nur von oben durchreguliert, statt bei der Verantwortung der Kunden anzusetzen, die letztlich die Autos kauften. So oder so stellt sich die Frage, wie CO2-frei ist der Strom, den wir in CO2-freie E-Autos stecken? Schönen Abend.